So Leute, und willkommen zurück zu Arms Global Testpan. Diesmal benutzen wir einen Charakter, der anscheinend letztes Mal nicht da war. Und zwar Twintelle. Die seltsamerweise ihre Boxhandschuhe in den Haaren hat. So. So. Okay. Dann beginnen wir mal mit den Kämpfen. Krass, dass das schon ein paar Minuten früher anfängt. Ja. Alter, der Zunahme. Weil jetzt wieder die Super Saiyan-Musik. Auch schön. Ich bin gegen Glibberfisch. Er ist bei Kassieren. Aber er kassiert auch. Aber ich hab verloren, weil ich schon voll Idiot bin und ich werde wieder mein Main nehmen. Das mit dem Ninjara. Ja, toll, Side Russ. Herzlichen Glückwunsch. Den Ninja hab. Warte. Ich aber nochmal Helix. Weil irgendwie immer hat mir geschrieben, dass Helix ein sehr guter Charakter ist. Ach so, der. Das Glibbermonster. Okay. So, hier ist erstmal. Ist das hier ein Kampf? Ist vorbildlich die Schlaufen anziehen. Wir wollen ja Vorbilder sein hier. Mit deinen Sprinten vergesse ich jedes Mal aufs Neue. Und jetzt der Bär ist durch die Bombe gestorben. Okay. Pink Bob kommt jetzt mit Ribbon Girl. Die Namen war ich schon einigermaßen, obwohl das genau eine Woche her ist. Weil ich mach schon wieder im Sonntag 2-1-2-Slot. Basketball. Das ist neu. Alter. Nein. Kannst du dich nur gerade aufschlagen? Alter, und die trifft mich natürlich. Kann sein, dass die Bewegungsfrage nicht so gut bei mir funktioniert.
Spaß mal im Ausgleich. Nein. Als ob. Als ob. Warum wird der Scheiß auch bei mir nicht funktionieren? Ja, toll. Weil ich wenigstens bei dem Basketball-Modus gesehen habe. Auch wenn ich in dem genauso scheiße bin wie im Volleyball. Oh, yeah! Ja, toll, Ribbon Curl. Weil ganz ehrlich, eigentlich ist der Ninjacha nur nützlich im Kampf. Ansonsten würde ich nicht wirklich empfehlen, aber weil das ja random ist. Weiter Punkt. Fehlschock, die gebe ich nicht. Ja, die können zwar noch in Super Saiyan-Mode ist benutzen, aber hatte wirklich keinen Bock. Doch, relativ egal, wenn ich gewinne. Danke, Ninjacha. So. Ja. Wir sind alle frei. Deswegen wollen wir einen Doppelkampf und ich. Ebenfalls einen Doppelkampf mit Ciderus, gegen den wir vorhin gekämpft haben. Mit seinem Helix-Profil. Vielleicht spürt ihr daraus eines Tages einen Ammonitas. Oder was ist das für Kabuto? Ich weiß es doch nicht. So. Ich mag die Goldketten bei Ninjacha. Die haben Style. Das ist ein Lüge. Beim letzten Mal Vegas LP und jetzt Gaming Theory. Wo ich schon glaube, dass das eher ein YouTuber ist. Das ist Ruby Girl sehr gut, weil sie sehr schnell ist, aber dafür wird sie gut ausfallen. Thank you.
So, Demi, zieh du das mal ab, dass die an. Jetzt wirst du wahrscheinlich auch verlieren. So. Erstmal die zerstört. Oder der. Kann ja auch leer sein. Los! Ja, ich habe hier einen kleinen Funfact zu Arms. Und zwar wusstet ihr, dass Arms von denselben Machern ist wie die Mario Kart, also vom Design her. Deswegen sieht es auch so geil aus. Der MC hat hier so den Springman. Da scheint gar jemand zu sein, der gerade neu hinzugekommen ist in die Lobby. Weil Junge, falls du das siehst, das Video, abonniere mich bitte. Danke. So. Sidibus ist jetzt aus dem Kampf raus, als ich stehe auf. Bing Bobby und die andere. So, im. Oh, gegen Headlock. Ich glaube sogar, das ist so eine Art Bosskampf. Das ist auch neu. Und ich habe gesehen, wie man den Schuss. Ich glaube, wir müssen jetzt zusammen kämpfen, ne? Gegen den. Hüpel. Ja, wir sind im Team. Ja. Finde ich auch sehr cool, aber warum war das nicht schon letzte Woche? Yeah.